Damit herzlich willkommen zur Lego Harry Potter 30435 Build Your Own Hogwarts Castle Review bei mir, dem Philipp Dracheberg. Genau, und damit es jetzt hier nicht schön auf Englisch ist, bauen wir unser Hogwarts natürlich selber, unser Hogwarts Schloss. Schöne Hogwarts Mystery Musik habe ich uns hier reingepackt und schauen wir doch mal das Polybag an und sehen mal zu, wie ein inkompetenter Mensch ein Polybag aufmacht und dann den Zettel, obwohl er ihn so mühsam rausgemacht hat, doch rausreißt. Ja, das habe ich euch jetzt mal in Speed gepackt, weil ich wirklich ein kleines bisschen inkompetent war und da rolle auch schon die schönen Teile hier raus. Ein Teil ist sogar schon ganz aus dem Bild gerollt. Ich glaube, das habe ich dann sofort wieder geholt, aber dazu muss ich jetzt erst einmal die Packung noch entleeren. Und ja, auf jeden Fall stelle ich euch irgendwann auch noch die Lego-Bestellung vor, die in 28 Tagen kommen wird. Weil es hat gehieße, ja, Lego.com hätte immer so ein paar Verspätungen. Ah, da ist ja schon wieder der Kopf. Aber ja, bis zum 25. müsste eigentlich die Bestellung da sein, war ein bisschen a trouble dabei. So schöner Ärger hier. So, also gut, während das jetzt währenddessen ausgeräumt, während ich das gelabert habe. Und jetzt schauen wir uns mal die Anleitung an. Denn es gibt viele verschiedene Versionen von diesem kleinen Bild hier on Hogwarts Castle. Denn es heißt ja, bau dein eigenes Hogwarts. Und in dem Fall können wir diese, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Versionen machen. Aber theoretisch können wir natürlich auch selber welche einbringen. Hier ist die Anleitung nochmal kurz für euch, könnt ihr aber natürlich auf der Lego-Seite unter Service-Bauanleitungen selber runterladen. Und genau, so sieht's aufgebaut aus. Das Speedbuild wird vielleicht, nächste Woche kommt was anderes. Also das Speedbuild wird dann für euch in, ich weiß nicht, wann es für euch kommt. Also ihr habt es jetzt gerade hier schön gesehen, das kleine Teil. Kann man natürlich erweitern und glaube ich auch aneinander stecke die unterschiedliche Sache. Kommen wir mal zur Dumbledore-Figur in seinem rosane Pyjama-ähnliche Teil. So, Fokus ist da, jawohl. Immer schön dieser Zauberstab der beiden. Nehmen wir mal Klicht an die Hohe ab. Zack. Hopp, jawohl. Dahinter drauf sehen wir sein anderes Gesicht noch. Und ja, entschuldigt dann direkt danach, weil der Fokus danach hätte ein bisschen gesponnen. Aber ja, mir reißt ihm jetzt der Kopf vom Hals. Zack. Jawohl. Und ab da ist irgendwie der Fokus nicht mehr richtig gegangen. Deswegen entschuldigt es mal. Ich hoffe, man hat genug erkannt. Wobei ich habe das, wo der Fokus gesponnen hat, eigentlich größtenteils versucht rauszuschneiden. Also so ist es jetzt eigentlich hoffentlich genug fokussiert gewesen, damit ihr den Kopf von unserem Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore erkannt habt. Wenn ihr noch was zum Zauberstab sehen wollt, könnt ihr natürlich auch meine Merchandise-Reviews ansehen. Wir haben noch die Gilderoy Lockhart-Figur als Schokofrosch-Karte. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall die Gilderoy Lockhart und natürlich bleibt übrig wieder hier so ein paar Ersatzteile bzw. auch Umbauteile. Ein Zauberstab bleibt auf jeden Fall übrig. So, hier schön meine Adern hier anschaue beim Schreiben. Wobei, wo ich das jetzt gerade hier gesagt habe, ist schon lang vorbei. Aber stopfen wir doch mal die Ersatzteile da wieder rein. So, der Zauberstab und noch ein paar andere. Und ja, gebt mir einfach mal Feedback zu dem Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr natürlich den Like und Abonnierknopf drücke, der eigentlich gar kein Knopf, sondern so eine Art Andrückteil ist. Aber ihr könnt natürlich auch auf meiner Instagram-Seite folgen, um mehr fotomäßiger Content zu sehen. Da poste ich auf jeden Fall am Tag unregelmäßig. Also auf jeden Fall am Tag, aber an unterschiedliche Zeitpunkte Apps. So, genau. Dann stellen wir das doch mal hier um. Weg damit. Und mein Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore kommt jetzt hier an die Wand, neben unsere doppelte Hermine und Hagrid und zwischen den Henker. Genau, dazu wird es dann auf jeden Fall nicht so schnelle Update geben, aber hier habe ich es jetzt zu meinen Zauberstäben hinzugestellt. Der Weihnachtszug wird auf jeden Fall auch noch dazu kommen. Das Review könnt ihr euch natürlich nächste Woche ansehen. Bis dahin eine weihnachtliche Zeit und ciao.